Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Rewards-Video hier auf meinem Kanal. Ja, bevor wir loslegen, wollte ich wieder mal Danke sagen für den Support der letzten Wochen bzw. Monate. Bin sehr, sehr zufrieden, wie das hier läuft und ich hoffe, es macht euch auch Spaß, die Videos zu schauen. Es läuft nicht immer alles rund. Leider, ich möchte auch da nicht immer jammern, spielen die Server in den letzten Wochen halt nicht wirklich mit bei mir. Aber ich glaube, der eine oder der andere kennt das eh auch. Lasst gerne ein Like da, wenn euch die Videos gefallen oder wenn euch die Server genauso nerven wie mich. Schreibt gerne auch mal unten in die Kommentare rein, wie es euch so geht mit den Servern und mit dem Gameplay generell. Würde mich mal interessieren. Für mich gefühlt das Gameplay in den letzten Wochen immer, immer mieser. Aber man muss halt nehmen, wie es ist und das Beste draus machen. Und das versuche ich auch in meinen Spielerbewertungsvideos. Und wie gesagt, ich hoffe, das macht euch Spaß. Und danke nochmal für euren Support und dann springen wir jetzt darüber zu meinen Rewards. Ich werde wieder nur die untauschbaren Packs von Division Rivals aufmachen, also die, sagen wir mal, schlechteren Packs. Die guten Packs möchte ich aufheben für Toti, sollte in knapp 2 Wochen dann soweit sein. Da gibt es dann ein fettes Pack-Opening, werdet ihr auch alles hier sehen. Und im Anschluss werde ich natürlich auch noch die Totis wählen, also die Totis, die meiner Meinung nach ins Toti rein sollten. Also gerne das Video bis zum Schluss schauen, dann seht ihr auch, wen und warum ich gewotet habe. Und dann würde ich mal sagen, wir holen uns die Rewards. Gut, wie gesagt, wir holen mal die Division Rivals ab. Die werde ich auf jeden Fall ziehen. Ich werde auch wieder untauschbar nehmen. Das ist wieder Rang 2, glaube ich, geworden. Wir bekommen da einige Packs. Die werde ich, wie gesagt, auch bis auf die 2 seltenen Megapacks, glaube ich, alle ziehen. Also die 6 Packs werde ich auf jeden Fall ziehen. Und dann schauen wir einfach da mal rein. Wie gesagt, untauschbar. Schauen wir mal den Verein ein bisschen auffüllen. Rang 2, wie gesagt, ist es wieder geworden. Gut, starten wir rein ins Erste. Ich erwarte mir wieder so eine Libertadores Trollkarte, die jedes Mal kommen. Oha, gar nicht diesmal, aber es ist kein Wortspieler, kein Walkout. Da können wir gleich weiter skippen. Perfekt, wieder einige Doppelte am Start, die schon untauschbar sind. Statt dass man da irgendwas bekommt, mal das man noch nicht hat, dann das nächste Prime gemischte Spieler Set. Schauen wir, ob das gönnt. Auch nicht. Aber ich glaube, das war sogar ein. Ja. Lieber Tatoris Troll, ich wollte es gerade sagen. Ja, zumindest ein 82er Ramsey. Kann man gut mal in eine SPC packen. Ja, und dann würde ich sagen, wir machen diese 4 Jumbo Gold Packs auf. Vielleicht gönnen sie ja da irgendwas draus und ja, danach holen wir uns noch meinen roten Player Picks ab. Perfekt, kein Walkout, kein Borg-Spieler. Genauso erwartet man seine Packs auch, ne? Ja, ist auch wieder Satz mit X. So, 2 Packs haben wir jetzt noch für diese Episode und dann, wie gesagt, noch die roten Player Picks. Schauen wir mal. Naja, jetzt gehen wir zumindest einmal ins Stadion rein mit einem deutschen Spieler, Linksverteidiger. Oh, das ist sogar dieser Inform Leibold, ne? Ja, für einen HSV-Fan sicher ganz cool, aber wird bei mir wahrscheinlich auch irgendwann mal in eine SBC reinwandern. Gut, und dann sind wir schon wieder beim letzten Pack für diese Episode angekommen. Wie gesagt, zu Totti gibt es dann hoffentlich jede Menge Packs. Nicht wirklich irgendwas. Ja, genauso erwartet man halt seine Packs eigentlich, ne? Gut, die werden wir, wie gesagt, aufheben. Das sind halt einfach bessere Packs. Ob es uns was bringen wird, wird man beim Totti sehen. Gut, und dann sind wir schon bei den Food Champion Rewards angelangt. Es ist wieder Gold 3 geworden. Wie fast jede Woche. Wir bekommen wieder 30.000 Coins, 2 Megapacks und ein seltenes Spielerpack. Ich glaube, es wissen eh alle, welche Spieler, was man da gerne ziehen möchte. Es gibt eigentlich eh nur einen, beziehungsweise 2. Kimmich wäre auch noch ganz okay. Oder halt eben CR7. Meine Hoffnungen sind nicht sehr groß. Heute beginnen wir einfach mal auf der linken Seite und schauen ins Erste rein. Naja, zumindest ein 84er kann man mal gut für eine SBC dann brauchen. 84er Rating nie verkehrt, nehmen wir den einfach mit. Und jetzt wäre es halt gut, wenn wir das Rating nochmal steigern könnten. Let's go. Ja, wäre gut, wenn wir das Rating steigern könnten. Also einen 79er.
Kann man auf jeden Fall mal als Belohnung für 25 Spiele Weekend League Schwitzen mitnehmen. Das ist gar kein Problem. Absolut spielbarer Typ. Absolut gut einbaubar auch. Also Vereinigte Arabische Emirate kann man perfekt linken in seinen Teams. Stabiler Typ. Ja, kein Disrespect an den Kayo. Ist sicher in seiner Liga ein guter Spieler, aber ganz ehrlich, was will man mit so einem Spieler? Ich glaube, es gibt keinen Menschen außer jemanden, der halt diese Liga aktiv verfolgt oder von dort kommt, der den jemals spielen wird. Der wird einfach nur abgestoßen werden, wenn wer den als Hinform zieht. Also ja, das Reward-System von EA Sports ist meiner Meinung nach sehr zu hinterfragen. Ich meine, ich weiß, es gibt auch Leute, die aus Elite Rewards nichts Besseres wie das ziehen, aber ich weiß es nicht. Es fühlt sich halt nicht wirklich belohnend an, was man da bekommt für mehr als 10 Stunden am Wochenende in das Spiel investieren, in ihre schlechten Server. Meiner Meinung nach leider der falsche Ansatz, den EA da wählt, aber vielleicht bin ich da allein mit meiner Meinung. Ich glaube es nicht. Könnt es gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Wir gehen jetzt auf jeden Fall noch weiter und machen das Totti-Voting. Da könnt ihr sehen, wen ich in mein Totti-Team wähle, und könnt es mir dann auch gerne unten in die Kommentare reinschreiben, wen ihr gewählt habt. Ich würde sagen, gehen wir rüber. Gut, wie gesagt, man kann jetzt die Totes wählen. Ich habe gar keine Ahnung, wie lange man das machen kann. Wahrscheinlich ein paar Tage bis nächste Woche. Vielleicht steht es da irgendwo. Mehr erfahren, können wir da mal schauen. Wähle die 11 besten Spieler, bevor die Abstimmung am 18. Januar endet. Also man hat jetzt noch 11 Tage Zeit. Und wenn man aber bis 18. Januar abstimmen kann, dann wird man sehen, wann das Totti beginnt. Steht da leider irgendwie nicht. Da sind die ganzen Kandidaten, die werden wir aber ohnehin jetzt dann gleich sehen. Wir werden einfach mal sagen, jetzt abstimmen. Und dann werden wir es mal durchgehen. Also als Torhüter hätten wir Alisson, Courtois, Ederson, Radetzky, Mandanda, Navas und Neuer. Und da werde ich mich ganz klar für Manuel Neuer entscheiden, weil meiner Meinung nach hat der das am allermeisten verdient von denen. Das ist nur die Frage, so kriegen wir den da rein. Also Manuel Neuer, Champions League Sieger geworden, mit Bayern alles gewonnen, absolut der Rückhalt von diesem Bayern-Team. Wahrscheinlich wäre ein Ederson oder ein Alisson für mein persönliches Team besser, weil ich halt Premier League Verteidigung habe. Aber ich muss sagen, ich wähle da die Spieler, die es meiner Meinung nach am meisten verdient haben, und das ist eben Manuel Neuer, finde ich, und darum ist er in meinem Team of the Year. Dann kommen wir schon zu den Verteidigern. Da gibt es einige. Acerbi, Alexander-Arnold, Amavi, Angelinho, Davis, De Frey, Ginter, Hernandez, Hummels, Navas, Jordi Alba, Kimpembe, Laporte, Marquinhos, Robertson, Sergio Ramos, Thiago Silva und Van Dijk. Und dann würde ich sagen, wir beginnen mal, weil sie da gleich so schön beieinander sind, mit der Innenverteidigung. Da gehe ich ganz klar mit Sergio Ramos. Meiner Meinung nach einer der, oder wenn nicht der beste Innenverteidiger der Welt. Sehr, sehr spielstark, sehr, sehr wichtig für sein Team auch. Also ohne den geht bei Real Madrid eigentlich ohnehin gar nichts. Und dann für mich auch einer, der absolut die Abwehr zusammenhält, bei Liverpool, Van Dijk. Wahrscheinlich eh unrealistisch, den bei einem Totti dann zu ziehen, einen der beiden, aber haben es meiner Meinung nach verdient, am allermeisten. Als Außenverteidiger würde ich dann auf jeden Fall gehen mit Trent Alexander-Arnold auf der rechten Seite. Für mich einer der besten Verteidiger, den es gibt auch auf der Welt, auf der rechten Verteidigungsposition. Auch sehr, sehr spielstark in der Spieleröffnung, im Spiel mit dem Ball. Ich weiß, in FIFA ist er nicht der Schnellste, sein Totti wird aber schnell sein, davon kann man ausgehen. Und auf der linken Seite, meiner Meinung nach, der das am meisten verdient hat, ist Davis. Also der Aufstieg, den der hingelegt hat in diesem Jahr, absolut stark. Also meiner Meinung nach der beste Linksverteidiger im Moment. Gemeinsam ganz, ganz enge Wahl, meiner Meinung nach, mit dem Hernandez von Milan, der es auch verdient hätte. Und auch ein Angelinho, der sehr, sehr gut zuletzt war bei Leipzig. Gut, wie gesagt, wir kommen schon ins Mittelfeld. Da haben wir Aouar, Bruno Fernandes, De Bruyne, Fekir, Gomez, Gosens, Guerrero, Henderson, Kimmich, Kovacic, Kroos, Luis Alberto, Merino, Parejo, Renato Sanchez, Sabitzer, Son, Stindl und Thiago. Da muss ich euch sagen,
gehe ich auf jeden Fall mal mit Henderson. Erstens ist er einer meiner Lieblingsspieler. Nichtsdestotrotz ist der absolut auch der Mann, der bei Liverpool sehr vieles im Mittelfeld zusammenhält. Absolut wichtiger Mann bei Liverpool. Meiner Meinung nach hat es der absolut verdient. Der zweite, der es meiner Meinung nach absolut verdient hat, ist Kimmich. Einer der stabilsten Spieler bei den Bayern. Seit langer, langer Zeit jetzt schon. Hat es absolut verdient, meiner Meinung nach. Und beim dritten muss ich auch sagen, da fällt es mir sehr, sehr schwer. Da gibt es einige, die es verdient hätten. Ein De Bruyne, ein Bruno Fernandes, die hätten es beide verdient. Eigentlich muss ich euch sogar sagen, hat es wahrscheinlich einer von den beiden mehr verdient wie Henderson, und ich werde meine Wahl nochmal revidieren, weil da spricht wahrscheinlich ein bisschen so meine Sympathie zu Henderson ein bisschen mit. Und ich würde ehrlich gesagt fast sagen, dass es ein Bruno Fernandes mehr verdient hat wie ein De Bruyne. Und ich werde da den Bruno Fernandes gegen den Ehrenmann Henderson austauschen. Tut mir sehr leid, Hendo, aber du hast zwar gute Leistungen gebracht, aber ich glaube, ein Bruno Fernandes war noch mal besser. Also muss man leider fairerweise, wie gesagt, ich möchte versuchen, halbwegs auch nach deren Leistung irgendwie zu gehen. Und einer, der es verdient hat, leider in den letzten Wochen ein bisschen angeschlagen war, aber absolut wichtig für den Champions League von Bayern. Dann haben wir jetzt trotzdem da noch einen Liverpool-Spieler, ist Thiago. Absoluter wichtiger Faktor gewesen für den Champions League von den Bayern, und ich finde, der hat es verdient. Absolut. Und ja, gäbe da natürlich noch einige, die es auch verdient hätten, aber ja, man kann halt nur drei wählen, das sind meine drei. Und dann kommen wir schon zu den Angreifern. Da gibt es einen André Silva, einen Ben Yedder, einen Benzema, einen Caputo, einen Cristiano Ronaldo, einen Di Maria, einen Dybala, einen Grealish, einen Haaland, einen Immobile, einen Ings, einen Insigne, Felix, Joselu, Kane, Kramaric, Lewandowski, Lukaku, Mané, Mbappé und Messi. Danach noch Neymar, Salah, Sterling, Suarez und Vardy. Gut. Da fällt mir halt die Wahl eigentlich sehr, sehr schwer. Also einen, der es am allermeisten verdient hat, ist eigentlich Lewandowski. Auch wenn ich den jetzt als Spieler in FIFA nicht wirklich so toll finde. Also ich komme mit dem in FIFA einfach nicht klar. Ist einfach nicht mein Spielertyp. Aber ich finde, der hat es halt absolut verdient, diesen Totti zu gewinnen. Und danach gibt es eigentlich meiner Meinung nach eh nur mehr zwei. Und das ist Messi auf rechts. Auch wenn er ein bisschen in die Kritik geraten ist dieses Jahr mit diesem Wechsel. Aber er hat sich dann doch entschlossen zu bleiben. Und er ist halt einfach für Barca so, so wichtig. Und auch wenn die jetzt nicht so sonderlich viel gewonnen haben, Messi ist einfach gut. Wer weiß, wie lange wir den noch in der Form so haben. Hat es meiner Meinung nach auch verdient. Und es gibt da jetzt so viele, die es verdient hätten. Ein Vardy hätte es verdient, ein Salah hätte es verdient, Neymar und Mbappé, meiner Meinung nach, ja, die waren im Finale der Champions League, haben die Meisterschaft gewonnen, dahingehend wahrscheinlich auch verdient, wobei ich finde, auch wenn sie im Champions League Finale waren, französische Liga, die müssen sich da irgendwie nicht sonderlich anstrengend in der französischen Liga, also das ist eigentlich ein Selbstläufer, und in der Champions League, ja, waren halt andere Gegebenheiten auch dieses Jahr. Tut mir da ganz, ganz schwer, den letzten Mann zu wählen, aber es gibt eigentlich nur einen, den man noch wählen kann, und das ist Cristiano Ronaldo, weil der ist halt auch absolute Legende. Der muss eigentlich da rein. Wie gesagt, viele andere hätten es genauso verdient, aber er ist jetzt auch gerade wieder im Team der Woche. Leider haben wir ihn nicht gezogen, aber wahrscheinlich, wenn es einer von den dreien am wenigsten verdient hat, unter Anführungszeichen am wenigsten, dann ist es wahrscheinlich Messi. Da könnte man überlegen, jemand anderen zu wählen. Das steht natürlich jedem von euch frei. Ich gebe mein Team auf jeden Fall jetzt so ab. Ihr könnt euer Team ja gerne so abgeben, natürlich, wie ihr das wollt. Ihr habt vielleicht andere Favoriten. Ich habe da versucht, so wenig Sympathie jetzt auch wie möglich einzufließen zu lassen, und ihr seht das auch, also einen Lewandowski würde bei mir, wenn ich jetzt nach Sympathie gehen würde, da nicht drinnen stehen, weil es einfach nicht mein Lieblingsspieler.
Da wird auf jeden Fall jemand an. Da wird wahrscheinlich Jamie Vardy da drinnen stehen, wenn er nach Sympathie gehen würde. Und auch ein Ramos ist jetzt nicht unbedingt einer meiner Lieblingsspieler in Real Life, wird wahrscheinlich da auch nicht drinnen stehen. Aber ansonsten bin ich, glaube ich, ganz zufrieden. Ein De Bruyne wäre vielleicht da noch ganz cool, aber man kann halt nur 11 Spieler abgeben, darum muss ich es so abgeben. Wie gesagt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, wenn ihr gewotet habt, und lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder und wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.